Wie man sieht, wir demonstrieren, Israel macht auch diesem Krieg einen religiösen Krieg. Alle Leute, ich bin immer noch nicht mal warm. Ich bin coming closer, I give goodbye. I just hold it tight. Wir sind ein breites Bündnis von Berlinerinnen und Berlinern, die sich zusammengestellt haben, um gegen die jetzt stattfindende Kurzdemonstration entgegenzustehen. Antisemiten laufen über unsere Straßen und fordern die Auslöschung Israels. Und das können wir hier als Deutsche, als Berliner, als Juden, als Kurden nicht akzeptieren. Unsere Forderungen sind recht einfach. Das Existenzrecht Israels ist deutsche Staatsräson und das muss hier in Deutschland akzeptiert werden. Wenn Menschen auf den Straßen laufen und Juden ins Gas schreien, dann akzeptieren wir das sowohl als Juden als auch als Menschen nicht. Und die dritte Sache ist relativ einfach. Wir leben hier in einem freiheitlichen, friedlichen Staat und dieser friedliche Staat soll auch im Nahen Osten Israel sein dürfen. Terrorist, die Gegenterroristen, ich bin heute hier. Freunde hier, ja. Begrüßen. Ja, also ich finde, Israel muss existieren, das jüdische Volk muss einen Platz haben, um sicher leben zu können. Und ich bin hier, um einfach friedlich zu demonstrieren gegen den Al-Quds-Marsch. Nein, ich sage es ganz einfach. Ich bin dafür, um hier gegen den Al-Quds-Marsch zu demonstrieren. Ich bin gegen Antisemitismus. Ich bin für die Rechte von Lesben und Schwulen. Ich bin gegen die Diskriminierung von Frauen. Und der Iran, der diesen Al-Quds-Marsch organisiert, steht für alle Dinge, gegen die ich da bin. Und deswegen bin ich hier. Der Jesiden einzelne Initiativen, auch von Exil-Iranerinnen und Exil-Iraner. Wir jedes Jahr durch diese Demonstrationen führen, durch die Kundgebungen.